Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Freunde, heute zum allerletzten Mal in unserer Spezialwoche, wo wir die alkoholfreien durchgenommen haben und diese Biermischgetränke. Und der letzte Kandidat stammt aus dem Lidl und zwar haben wir es hier mit einem Tequila-Bier zu tun. So, und das hört auf den Namen Camaro. Hat 5,9% Umdrehungen, also auch ein bisschen kräftiger, kommt hier in so einer Dose. Und ja, Tequila-Bier hatten wir schon mal gehabt, ich bin gespannt. Was ich ganz witzig finde, ist das Design, weil diese auf dieser gelben Dose, erkennt man das vielleicht gar nicht so richtig, weil das auch so ein bisschen grün so ist, aber da ist so ein cooler Drache drauf, den man so gar nicht so als so ein Echsendrachen irgendwie, der ist richtig cool gezeichnet irgendwie, der umzieht hier so die ganze Dose. Das finde ich vom Design her richtig cool und auch so diese Haptik, also wenn man da so anfasst, das ist so ein bisschen so, vielleicht hört ihr das auch, das ist nicht glatt, sondern so angeraut irgendwie. Also das ist schon ein ganz cooles Design, muss ich sagen. Jo, 5,9% Umdrehungen, ja, hergestellt für den Lidl, kommt aus, wie heißt das, Neckarsulm, da kommt es wohl her und hört auf den Namen Camaro. Dann wollen wir mal. Machen wir mal auf. Hier oben ist so rot. Ja, so die Lasche. Und ja. Bin ich mal gespannt, was das kann. Tequila Bier ist jetzt noch nicht so meins, aber naja. So, Dose ist offen. Ja, ein bisschen Entspannungsverdampfung ist drin. Okay. Lass mal laufen. Müssen wir alles mal probieren halt. Ein Blümchen. So, Dose. So, was haben wir denn da? Naja, sieht ein bisschen aus wie ein Bier tatsächlich. Ist sogar ein kleines Blümchen drauf. Allerdings, ich erkenne es schon aus der Ferne, da ist so viel Bewegung oben drauf auf der Blume. Da ist ein Gezappel und Rumrumore von den Luftbläschen, die zerplatzen, die begrüßen einen, die zappeln da oben ab. Das ist der reinste Wahnsinn. Dementsprechend auch minimale Kraterbildung und ein sehr, 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 sehr schneller Zerfall. Zum Glück haben wir es hier nicht mit einem traditionellen Bier zu tun. Ansonsten würde es schon mal Punktabzug geben, weil eine Blume, die so schnell verfällt, das ist nicht sonderlich lecker. Ne? Das müssen wir nicht so schön ansprechen. Und wir sehen ja wirklich... Ja, also wenn wir mal geguckt haben, hier am Glas, so, das war ungefähr so zwei Finger breit. Was übrig bleibt, das ist jetzt noch nicht mal 90 Sekunden um und wir können es ja mal kurz reinhalten. Das ist gerade mal so ein kleiner Blumenteppich, aber gut, Biermischgetränk halt. Ne? Deswegen müssen wir dann aufpassen bei der Bewertung. Von der Farbe her haben wir ein sehr, sehr dunkles Gold. Ich sag mal so ein schönes schmutziges Gold. Getreidegold. Leichter Orange-Farbton mit drin, das Ganze ist filtriert, sieht sehr dick aus, also sehr saftig, alles andere als wässrig. Und von der Perlung, der aufsteigenden Karbonisierung her, eher langsam, flach, also da ist jetzt nicht wirklich viel Bewegung drin. Hin und wieder gibt es mal eine kleine Perle, die auch nach oben steigt, aber das sieht nicht sehr spritzig aus, also auch nicht erfrischend oder ähnliches. Da ist eher so ein bisschen, also ich würde schon fast sagen, Stillstand im Glas. So, und der Blumenteppich, ja, der ist voll von Rissen, Löchern, Inselchen. Ich halte es mal rein. Ich hoffe, man erkennt es. Also das ist nicht sehr ansprechend. Gut, bewerten wir mal das Ganze. Ich werde es jetzt nicht als Bier bewerten, ganz klar, weil wie gesagt, Bier, da sind die Anforderungen noch ein bisschen höher als bei so einem Biermischgetränk. Aus diesem Grund, klar, können wir jetzt von der Optik, von der Ästhetik, es ist halt ein Getränk und ja, kann man trinken. Es sieht jetzt erstmal nicht abstoßend oder eklig aus, sondern eher ein bisschen traurig. Deswegen so würde ich es dann auch bewerten. 2 von 5/6 möglichen Punkten. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Also da gibt es selbst noch manch anderes Biermischgetränk. Können wir einen Radler zum Beispiel nehmen, die einfach ein bisschen fröhlicher, ein bisschen leckerer aussehen, die ein bisschen ansprechender aussehen, den Anträger. Nehmen wir das, oh, lecker. Das ist hier eher ein bisschen bescheiden. So, riechen wir mal dran. Bisschen Zimt kann ich rausriechen. Warum da Zimt drin ist, weiß ich nicht. Erinnert mich an verdammter Zimt. Zitruslastig. Ja, tatsächlich auch so ein bisschen was wie Bier. Kann ich auch rausriechen.
Lieblichkeit, ja. Und natürlich auch einen leichten Alkoholcharakter, der mich so ein bisschen, überlegt gerade, schon an so ein bisschen was Liköriges tatsächlich auch erinnert. Mir gefällt ja so ein Himbeergeist so in die Richtung, der riecht ja auch so ein bisschen süßlich-fruchtig, ne? Süßlich-fruchtig, genau. Das passt, glaube ich, ganz gut. Also ich muss sagen, es riecht besser, als es aussieht. Muss ich ganz klar sagen. Riecht wirklich appetitlich, riecht lecker. So, ihr Lieben, dann zum letzten Mal für heute. Dann habe ich aber die Schnauze voll, weil wir jetzt hier 6 Videos heute gedreht. Und ja, Tag ist fast um, wunderbar. Haben wir wieder meinen ganzen Tag mit dem Biersüppler beschäftigt. Und jetzt haben wir erstmal wieder für eine Woche im Voraus. Das ist gut, dann haben wir das mal abgearbeitet. Wurde sich ja teilweise auch gewünscht. Und jetzt probieren wir es einfach mal. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier, Mischgetränk und auf den Genuss. Doch, riecht lecker. Da ist ein bisschen Vanille auch, ein bisschen Zimt oder Vanille. Riechen tut du sehr gut. Oh ja. Ach doch. Ja, doch. Gar nicht mal so unübel, Freunde. Gar nicht mal so unübel. Moment, man muss sich mal kurz überlegen. Wir hatten doch schon mal Natürlich, wir hatten schon mal Tequila. Desperados, ne? War das nicht das Desperados, was wir hatten? Das war doch so ein Tequila-Biergedöns, ne? Das hatten wir einmal aus der Dose und einmal aus der Flasche. Natürlich. Ach, da muss ich aber sagen, ist das hier besser. Das muss ich ganz klar sagen. Also, das ist schon beim Antrunk hier. Also, du hast beim Antrunk, du merkst wirklich so eine. Das ist nicht so aufgesetzt süß, sondern du hast hier so eine ganz tolle Fruchtigkeit drin. Du merkst tatsächlich auch Bier. Das merkt man auch, dass da sogar Bier drin ist. Das ist gar nicht mal schlecht. Wobei, das sind so Aromen, die mich so ein bisschen an Weihnachtsmarkt erinnern. So Marzipan, Zimt, Vanille, so das Ganze so irgendwie mit Frucht. So, das ist so ganz merkwürdiger Geschmack hier. Ich soll noch mal ein bisschen mal... Auf jeden Fall erfrischend, sehr erfrischend, obwohl es schon kräftig ist, hat Wumms das Ganze, aber trotzdem erfrischend. Ja, also ein Hybrid, der ist sowohl dynamisch wie aber auch gemütlich, ne? Dann kannst du so ein bisschen dran rumnippen. Das erinnert mich schon fast an so einen Fruchtcocktail, Leute. Ja, das ist es, das erinnert mich an einen Fruchtcocktail, so in die Richtung geht das. Also im vorderen Bereich sehr gut. Ab dem mittleren Bereich wird es schwächer, weil dann merkt man die Mische. Dann merkst du halt die Mische, da kommen die, was war das, 5,9 oder wie viel? 5,9%, die merkst du dann natürlich. Ja, ist dann halt die Billig-Variante, ne? Da merkt man schon nur so, naja, dann ist nicht ganz so gut rausretuschiert, ne? Da hätte man mehr Geschmack machen können, das ist ein bisschen alkoholisch, ne? Merkt man so ein bisschen metallisch, ist eine Kante drin. Aber erst ab der Mitte. Im vorderen Bereich erstaunlich fruchtig, wirklich gut. Und auch wirklich an Bier erinnernd, ja? Ist nicht wässrig, definitiv nicht wässrig, eher saftig, das Ganze. Und die ganze Zeit ist ein Fruchtkörper da. Kontinuierlicher Fruchtkörper, den du wahrnehmen kannst, wirklich mit dem ersten Ansätzen, vorderer Zungenbereich bis nach hinten hin, komplett flächig abgedeckt, Fruchtnuancen, merkst du. Schöne Zitrusfrüchte mit drin, das ist richtig schön erfrischend, ja, so ein bisschen sauer auch, aber nicht so quietschig sauer, sondern so eine ganz angenehme Säure, wie man sie halt von Zitrusfrüchten her kennt. Das finde ich ganz gut. Darunter liegt dann halt der Alkohol. Ja, der ist nicht ganz so gut rausretuschiert. Da merkt man schon, das ist ein bisschen lieblos. Da hätte man die Kante noch besser ausbügeln können. Vielleicht noch ein bisschen mehr den Geschmack vom Tequila noch hervorkitzeln können. Dann natürlich diese Lieblichkeit, die passt. Die ist nicht aufgesetzt. Das heißt, es ist nicht zu süß. Ja, es ist schon süß, aber jetzt nicht so extrem süß. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Und... Ja, und wie gesagt, die Biereigenschaften kommen erstaunlich durch. Es ist jetzt nicht so, wo ich sage, wow, das ist total qualitativ hochwertiges Bier. Aber das ist schon, wo ich sage, so, ja, das kann man so, wenn man auf eine Party geht, so eine Sommer-Beach-Party, und wenn man sich weglöten will, 5 Büchsen davon, bist du fröhlich, ne? Und wenn man das mag, diese Biermischgetränke, ich glaube, dann ist man ganz gut dabei.
Und das riecht auch so. Also das ist so ein, da ist auch irgendwie so Zimt-Vanille, so in diese Richtung. Das müsst ihr mal so probieren. Riecht mal am Zimt. So kennt ihr Glühwein, ne? So wie Glühwein zum Beispiel. So im Winter, was man im Winter trinkt. So Glühwein oder Glühpunsch, sowas in diese Richtung. Und wenn ihr da so dran riecht, so Holunder, ne? Da ist auch so Holunderblüte, sowas in diese Richtung. Zimt, Vanille, also so diese typischen Aromen. Ja, dann ist im Abgang sogar noch ein bisschen herb, unterstrichen nochmal von der Zitrussäure. Passt. Das ist okay. Gut, fassen wir zusammen. Camaro, interessant. Auf jeden Fall besser als erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Besser als erwartet, weil zählt ja auch eher so zu den günstigeren, ne, aus dem Discounter. Muss ich sagen, finde ich persönlich ansprechender als, was heißt ansprechender? Also es ist eher eine subjektive Wertung, wenn ich sage ansprechender. Ich sage mal, ich finde es origineller als das Desperados. Muss ich mal ganz klar sagen mit der Begründung. Weil das schmeckt einfach intensiver. Das hat ein paar Spitzen mehr drin, die schon aufgeht. So Holunder, Zimt, Vanille. Das sind so diese Spitzen, die ich da rausschmecken tue. Erinnert stark, wie gesagt, an so einen Glühwein. Jetzt haben wir es. Fruchtcocktail, Punsch, Glühwein. So in diese Richtung geht das. Und das finde ich eigentlich ganz originell, muss ich sagen. Und ich stelle mir dazu auf so einer Sommerparty so ganz gut vor, für junge Leute, die sich da halt weglöten wollen und ein bisschen was Leckeres im Mund haben wollen, was Erfrischendes, was Exotisches, ja, ein bisschen Tequila-Geschmack und so. Ich glaube, die sind damit, mit wenig Geld sind die zufrieden. Finde ich gut. Auch die Dose sieht ansprechend aus, ist schön klein, schnell in die Tasche reingepackt, ne? Das geht. Also so, absolut Aufgabe erfüllt. Zielgruppenorientiert alles gemacht in dieser Kategorie, was man hätte machen können. Gut, meckern auf hohem Niveau, den Alkohol hätte man noch ein bisschen besser rausreduzieren können, aber gut für den Preis. Ja, ist okay, ist solide, möchte ich auch dementsprechend bewerten. Erstaunlich hoch für meinen Fall. Jeder, der mich öfters hier verfolgt, der wird wissen, ich bin nicht gerade ein Freund von Biermischgetränken. Aber doch, hier setze ich tatsächlich mal höher an. 3 von 5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. Überraschung, ich würde es mal euch ans Herz legen. Probiert es mal, wenn ihr Lidl seid, nehmt euch mal ein Döschen da mit und mal einfach mal reinzwiebeln da und ja, ne, mal gucken da. Gut, Freunde, was war's für heute? Jetzt habe ich auch die Schnauze voll. Heute Abend gönne ich mir nochmal ein anständiges Bier, ein richtiges Bier. Und ja, das haben wir aber schon vorgestellt. Ne? Potsdamer Stange und dann freue ich mich und wir sehen uns dann morgen wieder in einem neuen Video. Bis dann, schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Biersüffner.